Wir werden die nächsten 60 Minuten miteinander verbringen. Wir versprechen, es wird kurzlebig und hoffentlich sehr interessant für euch. Es ist eine Panel-Diskussion für ungefähr 40 Minuten und dann wollen wir auf jeden Fall 20 Minuten damit verwenden, um mit euch in Kontakt zu treten. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich werde euch durch diese 60 Minuten heute leiten, zusammen mit Stefan, Johannes und Isabel. Mein Name ist Sandra Deichsel. Ich komme ursprünglich aus dem akademischen Bereich, habe die letzten Jahre sehr viel mit dem DAD zusammen, sagen wir mal, die Welt sehen dürfen über Lehrassistenzprogramme wie auch Lektoratsprogramme und am Ende noch in der Projekt- und Programmleitung an der Außenstelle London. Ich sitze tatsächlich gerade auch in London. Ihr habt heute ein ganz internationales Panel hier von unserer Location, ne? Stefan, wo sitzt du denn gerade? Ja, ich sitze in Stuttgart. Also für die in Deutschland, die jetzt nicht ganz so international und vielleicht auch für den einen oder anderen gar nicht so weit weg. Ja. Aber wir sind ja zumindest ein ziemlich internationaler Konzern, von daher. Sehr schön, da hören wir dann auch gleich mehr dazu. Johannes sitzt in Boston und Isabel, du bist gerade in München? Ja, sehr schön. Ja, schöne Grüße von der LMU. Okay. Freut uns. So, ihr seht, Projektmanagement verbindet. Projektmanagement ist international. Ich möchte euch ganz kurz unsere PanelistInnen vorstellen und würde einmal mit Isabel anfangen. Isabel, du bist Doktorandin und Projektmitarbeiterin am Institut für Deutsch als Fremdsprache, tatsächlich auch dem Institut, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Du bist gleichzeitig auch ehemalige Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und dein Forschungsschwerpunkt liegt auf XR-Technologien und Embodiment als hochaktuelle Paradigmen in der Sprachlehre. Manchmal habe ich das Gefühl, du hast ein bisschen zu viel Freizeit. Du bist nämlich auch noch Referentin im DAD-Projekt D hoch 3 und seit 2022 auch in außeruniversitären Projekten mit dabei als wissenschaftliche Beirätin und Beraterin mit dem Schwerpunkt XR und sprachsensibler Fachunterricht. Das ist eine Vita, nicht schlecht. Wir gehen einmal zu Johannes über. Johannes, du bist Chief Growth Officer bei PMI, dem Project Management Institute, wo auch ich seit 2 Jahren bin. Johannes ist verantwortlich für externe Partnerschaften und globale Wachstumsstrategien bei PMI, hatte vorher Führungspositionen bei der Vadvani Foundation, Harvard University und MIT. Und vor deiner Zeit im Bildungsbereich warst du bei Einrichtungen im öffentlichen Sektor und bei globalen Konzernen wie Nike, Bayer und Mercedes. Ich glaube, man kann gut sagen, dass bei dir der Fokus immer auf der Umsetzung effektiver Strategien und auf Transformationsprozessen liegt. So, und Stefan, zu dir in Stuttgart sitzend bei Bosch. Du leitest das Project Management Office, also das PMO. Die Leute, die damit vielleicht nicht ganz so vertraut sind, das ist die Einrichtung in einer Organisation, die die Projekte in einer Organisation übersieht. Und du bist für die Mobilitätssparte bei Bosch zuständig vom PMO und gleichzeitig auch Corporate Process Owner. Musst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen später. Für die konzernweiten Projektmanagement-Richtlinien und Trainingsprogramme. Und gleichzeitig vertrittst du auch Bosch im Global Executive Council bei PMI, einer Organisation, die große internationale Firmen, Organisationen zusammenbringt, um sich über Projektmanagement und Best Practices auszutauschen. Herzlichen Dank, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid und ich euch heute hier befragen darf. Johannes, lass uns doch mal mit dir anfangen und zwar für all diejenigen, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, was Projektmanagement wirklich ist. Kannst du uns das mal ganz kurz erklären? Ich werde es versuchen. Hallo alle miteinander. Es freut mich sehr, hier heute Teil des Panels sein zu dürfen. Muss ich die Antwort auf die Frage so beantworten, dass ich sagen könnte, wenn ihr 10 Leute fragt, kriegt ihr vielleicht mindestens 8 verschiedene Antworten. Also das ist jetzt meine Antwort und auch eine, die grundsätzlich relativ, glaube ich, einen großen Konsens hat. Aber es gibt auch andere Antworten. Also grundsätzlich Projektmanagement. Und warum ist es so ein gefragter Skill? Wir leben in einer konstant sich wandelnden Welt. Das wissen wir alle. Die Veränderungen, die wir momentan durchleben, sind fundamental. Und diese Veränderungen grundsätzlich lassen sich eben nur durch Projekte bewältigen.
Und wir sind auf Projekte angewiesen und eben auch die Menschen, die Projekte gestalten, leiten und verwalten. Und die erfolgreiche Durchführung von Projekten hilft uns, diesen Wandel mitzugestalten und den Fortschritt zu gestalten und zu bewältigen. Und das verlangt eben nach Projektmanagement-Skills. Projektmanagement-Skills heißt, sich an komplexe Herausforderungen wie den Klimawandel, technologischen Fortschritt, organisatorischen Veränderungen etc. Anzuschließen. Und im kurzen Zusammenschluss ist ein Projekt alles, was einen Anfang und ein Ende hat. Das ist wirklich die einfachste Antwort, die man geben kann. Und das sehen wir als unsere Hauptaufgabe, um euch, um Menschen allgemein, Organisationen zu unterstützen, Projekte erfolgreich zu bewältigen. Ganz kurz vielleicht zwei Studien, bevor wir eine kurze Umfrage machen, weil wir auch Interesse daran haben, was denn ihr als Teilnehmer hier denkt. Es besteht momentan eine extreme Nachfrage nach Projektmanagement-Skills. Wir haben mehrere Studien gemacht in den letzten Jahren und auch dieses Jahr, und wir haben eine Studie Talent Gap. Und unter dieser Talent Gap-Studie steht zum Beispiel, dass bis 2030 wir 25 Millionen Menschen brauchen, die als Projektfachleute arbeiten. Das ist eine extreme Möglichkeit für viele Menschen, sich im Projektbereich zu beteiligen. Und laut Forbes gehört Projektmanagement im Jahr 24 und darüber hinaus zu den 10 am meisten gefragten Skills und Competency im Bereich. Und jetzt mal zur Umfrage. Warum denkt ihr denn, und Sandra, du kannst es noch korrekt sagen, aber ich glaube, die Umfrage ist, warum denkt ihr, dass Projektmanagement zu den Top-Skills zählt? Genau, ich habe die Umfrage gestartet. Ihr solltet die jetzt eigentlich alle hoffentlich auf eurem Bildschirm sehen. So, ich gebe euch noch ein paar Sekunden, um abzustimmen. Ihr seht auch die Ergebnisse live auf der rechten Seite. Wenn ihr die blaue Säule ausklappt, dann habt ihr einmal Chat, Abstimmung und Q&A. Und wenn ihr auf Abstimmung klickt, dann seht ihr auch die Ergebnisse live, wie sie nach oben gehen und sich verändern. Und es zeigt sich schon ein gewisser Trend, aber das Schöne ist, alle Antworten sind richtig. Am schönsten wäre es gewesen, weiß ich nicht, deswegen bin ich hier. Dann können wir nämlich ein sehr interessantes Gespräch haben. Aber grundsätzlich sehen wir ja, weil wir gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, die Welt verändert sich über Projekte, Projektmanagement, Fachkräftemangel und weil es auch sehr interessant, da kann Isabel nachher auch ein bisschen drüber reden, aber auch mal aus meiner Erfahrung an US-Universitäten kann ich erzählen, ja, Projektmanagement an Universitäten wird noch viel zu selten gelehrt. Und übrigens nicht nur an Universitäten, auch im Berufsumfeld, in Organisationen und schon in den Schulen. Genau, danke Johannes. Ich glaube, dem können wir uns nur alle anschließen. Isabel, du bist ja in Deutschland im Hochschulsektor an der LMU tätig. Und was Johannes schon gesagt hat, es wird sehr selten gelehrt, Projektmanagement. Also es gibt vielleicht ab und zu mal ein Master in internationales Projektmanagement. Die sind sehr häufig an Privatuniversitäten angesiedelt. Manchmal gibt es so kleine Module wie Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurswesen. Aber so wirklich eine Ausbildung oder eine wirkliche Lehre im Projektmanagement gibt es noch nicht. Wie siehst du das denn? Wo legen Universitäten denn heutzutage den Fokus auf der Ausbildung von Studierenden? Und ist das sehr häufig in deiner eigenen Meinung? Also herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich über das Gespräch. Danke, Sandra, für die interessante Frage. Also was ich halt beobachten kann, ist, dass im Moment in Universitäten immer noch das fachbezogene Wissen prioritär eine Rolle spielt. Man bleibt auch häufig sehr fachimmanent noch haften. Ich kann das jetzt aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich sagen, Sprachbereich, aber das gilt natürlich auch für viele andere Bereiche. Und ja, trotzdem wird nach außen, kann man wahrnehmen, dass die als Zielsetzungen immer kommuniziert wird, jetzt neuerdings auch
kritisches Denken ist sehr wichtig, Problemlösekompetenz, auch Transferfähigkeit und Ähnliches. Aber in der Praxis sieht es dann doch anders aus und das sage ich auch sozusagen aus der Rolle der Lehrperson. Man muss bestimmte Module, bestimmte Stoffe durchbringen, in Anführungszeichen, und dann bleiben viele andere Kompetenzen, die sicherlich auch vielleicht damit zusammenhängen würden oder für die man auch noch ins Curriculum mit aufnehmen würde, manchmal hinten dran. Und ja, vielleicht da auch nochmal den Unterschied. Ich war als Lehrbeauftragte an der Hochschule München und an der LMU und da kann man schon auch einen Unterschied feststellen, dass zum Beispiel an der Hochschule München war es jetzt so, das war natürlich eher praxisbezogen. Da kommen dann Studierende raus, die beispielsweise technische RedakteurInnen werden. Das ist ein fester Beruf und die bleiben natürlich dann vielleicht auch eher praxisorientiert. Da spielt dann schon sowas wie eine Rolle wie Projektkompetenz, Projekte planen und Ähnliches. Dagegen jetzt ja im Sprachbereich an der LMU ist es oftmals eben einfach dann ja sehr fachlich bezogen und die Kompetenzen darüber hinaus, welcher Beruf wird eigentlich angestrebt, ist ja so auch noch gar nicht klar. Und ja, vielleicht zu meiner Meinung, was aber Universitäten vielleicht eher auch noch mit in, also aufnehmen sollten, einmal auf jeden Fall aktuelle Themen mit aufzugreifen. Das finde ich ganz wichtig und ganz essentiell, weil sonst hat man halt wieder dieses Leuchtturmartige. Man ist vielleicht Fachexperte oder Fachexpertin und ja, arbeitet vielleicht auch an den aktuellen Tendenzen vorbei. Ne, so. Und zum Zweiten dann auch, dass man Unternehmen kennenlernen kann und auch dort sehen kann, was sind für Skills und Fähigkeiten da gefragt. Das kann man zum Beispiel auch ganz einfach erreichen, indem man eben Unternehmen Vertreterinnen und Vertreter einlädt in die Lehre zum Beispiel und einfach mal einen Austausch ermöglicht. Ja, das ist, nimmt ja jetzt nicht viel Raum ein, das kann man mal eine Stunde machen. Habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn es dann um auch neue Technologien geht, die man ja auf jeden Fall in die Lehre mit einbinden sollte. Jeder von uns Lehrenden an Universitäten sollte darauf ja immer auch einen Blick haben. Und das lässt sich ja super verknüpfen auch mit anderen Feldern aus der Praxis. Und dann natürlich den Bogen aber auch wieder zum Fach zu spannen. Ich glaube, das ist auch eine Kunst aktuell, aber auch eine sehr relevante, ja, relevante Entwicklung, die man auch, glaube ich, berücksichtigen müsste. Genauso aber auch das Verständnis für Trial and Error. Einfach da ein bisschen zu sensibilisieren. Es werden neue Pfade nie fehlerfrei gelingen, aber einfach auch da den Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Das würde ich sowohl den Studierenden auch mitgeben wollen, als auch dann in der Lehre verankern wollen, tatsächlich als Skill. Hört sich sehr nach sehr wichtig, nach wichtigen Sachen an. Ja, Stefan, gerne. Ich würde da was ergänzen dazu. Also ich beobachte das gerade so mit viel Freude bei unserer Tochter, die ist jetzt 16. Und die Kinder machen in der Schule wirklich immer wieder Projekte. Also sie kommt immer wieder nach Hause und sagt, ich muss ein Projekt machen. Blöderweise hat den Schülerinnen und Schülern aber nie einer erklärt, was heißt denn das überhaupt? Was ist denn überhaupt ein Projekt? Ne? Also die wissen dann schon, ich habe eine Aufgabe und die muss ich bis zum Termin erledigen. Ne? Das wäre jetzt Johannes ganz rudimentär, hat einen Anfang, hat ein Ende. Und im Grunde genommen ist es ja gar nicht so viel mehr. Ich müsste halt jetzt einfach nur mal ergänzen in der Theorie, was so ein Projekt denn ist. Ne? Also es hat einen Projektauftrag, den kann der Lehrer, die Lehrerin eben stellen. Dann sollte ich mir Gedanken machen, wie mache ich mein Projekt, wie führe ich das durch, wie konzeptioniere ich das, dann bin ich schon bei dem Thema Projektmanagementplan, ich habe eine Project Charter, ich habe meinen Auftrag erhalten und dann habe ich noch so 3, 4, 5 Elemente, die eigentlich wichtig wären. Ich muss mir Gedanken machen um meine Terminplanung, ich muss mir Gedanken machen über meine Verfolgung, vielleicht kann ich auch Kosten berücksichtigen, je nachdem, wenn ich Material oder irgendwas dafür habe oder kann das zumindest so ein bisschen fiktiv mit reinspielen, welche Personenkosten hätte ich denn, wenn ich jetzt meine Mitschülerinnen, Mitschüler da einplane. Und so könnte ich eigentlich schon Schülerinnen und Schüler sehr früh an diese grundlegenden Themen aus dem Projektmanagement heranführen. Und Gleiches gilt halt auch für die Arbeit an den Unis und an den Hochschulen generell. Also auch dort könnte ich natürlich ganz rudimentär nochmal wiederholen und immer mal wieder erklären, was gehört denn zu so einem Projekt tatsächlich auch in der Theorie alles dazu. Ist ja gar nicht so viel. Und der zweite Aspekt ist dann das, was dann tiefer reingeht, dass ich tatsächlich den wissenschaftlichen Ansatz oder
sagen wir mal, Projektmanagement aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachte. Was ist dort wichtig? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Wie kann ich die entwickeln? Welche Tendenzen, welche Trends, welche Strömungen gibt es da? Da gibt es ganz, ganz viele Forschungsfragen und Forschungsfelder, die wir heute noch sehr dünn nur besetzen, also die auch immer wieder sich weiterentwickeln. Also denken wir an Agilität, die in den letzten Jahren so der Hype waren. Jetzt kommt KI plötzlich als neues Thema rein, werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Also auch da hat es ganz viele Facetten, aber die Grundlagen des Projektmanagements, die könnte man eigentlich schon viel, viel früher vermitteln, um dann eben auch so eine Kontinuität reinzubringen und dann auch den Menschen zu zeigen, im Grunde genommen ist eigentlich fast alles, was wir so tun, ein Projekt. Also ich kann mein ganzes Leben irgendwie als Projekt darstellen. Und wir hatten so in unserer Vorbesprechung schon so eine schöne Diskussion, was denn eigentlich alles so Projekt ist. Also Hochzeit, Abschlussfeiern, die ich organisiere und durchführe, Haus- oder Autokauf, all das können Projekte sein. Und das ist ganz spannend, wenn man sich dann überlegt, was gehört denn da immer alles so dazu? Und ja, also da kann man ganz viel draus machen, wenn man es wirklich so ein bisschen mit Passion, mit Enthusiasmus dann auch betreibt. Da stimme ich dir nur zu. Ich war hier schon in mehreren Sessions heute und gestern, da ging es ganz viel auch um Transformationsprozesse an Universitäten, Digitalisierungsprozesse, Drittmittelanträge und Drittmittelprojekte durchführen erfolgreich. Also das Projektmanagement zieht sich wirklich von der Fakultätsebene und der Hochschulebene bis zu den Studierenden eben nach unten. Wir bekommen, also ich zumindest bekomme sehr häufig auch Anfragen von Studierenden in Deutschland, die Studien betreiben, Umfragen machen, ihre Bachelor-, ihre Masterarbeit schreiben, wo sie dann eben auch dementsprechend planen müssen. Stefan, wenn du dir jetzt überlegst, du arbeitest ja sehr viel mit Bachelor- und Masterstudierenden auch zusammen bei Bosch, soweit ich das mitbekommen habe. Was ist denn so deine Einschätzung, wie vorbereitet Studierende aus der akademischen Lehre oder aus der akademischen Ausbildung zu Bosch kommen? Also welche Voraussetzungen bringen sie mit und ist das immer das, was ihr eigentlich auch braucht? Also die jetzt speziell zu uns kommen und in einem Projektmanagement-Umfeld dann eine wissenschaftliche Abschlussarbeit oder auch eine Werkstudententätigkeit oder ein Pre-Master oder irgend so ein Programm dann eben wählen, die kommen natürlich schon, weil sie auch ein Interesse an dem Thema haben. Und die kommen in der Regel auch schon mit einem ordentlichen Vorwissen im Projektmanagement, im agilen Arbeiten. Und die wissen natürlich auch, warum sie sich für das Themengebiet interessieren. Also demgegenüber stehen dann halt die Studierenden, die zu anderen Themen halt wissenschaftlich arbeiten oder eben auch Einstiegspositionen bei uns annehmen, die vielleicht eher aus den Ingenieurdisziplinen kommen. Und da haben wir natürlich ein ganz unterschiedliches Level an Projektmanagement-Know-how. Also auch dort gibt es welche, die schon viele Projektarbeiten gemacht haben, die auch wirklich wissen, worum es geht. Andere mit einem sehr stark technischen Fokus haben vielleicht noch weniger über diese Projektmanagement-Theorie bisher mitbekommen. Und die versuchen wir dann natürlich auch auf einen einheitlichen Level zu bringen, dass sie zumindest, auch wenn sie im Projekt nicht als Projektleiter, sondern als Projektmitarbeiter erstmal unterwegs sind, trotzdem aber verstehen, worum geht es denn und wie funktioniert denn das und welche Begriffe haben wir dort, dass man wenigstens eben eine einheitliche Sprache spricht und weiß auch, warum ein Projektleiter, warum ein Steuerkreis existiert und was die denn dafür Fragen stellen und was die dann so wissen müssen und was wir dann alles für Kontrollinstrumente haben, um so ein Projekt dann auch durchzuführen. Und arbeitet ihr da mit Universitäten zusammen oder habt ihr diese Weiterbildungen in-house entwickelt? Teils. Also wir arbeiten natürlich immer mal wieder punktuell auch mit Universitäten zusammen. Gerade wenn es um so wissenschaftliche Abschlussarbeiten geht, dann sind das ja auch Themen, die einerseits uns natürlich gerade aktuell interessieren. Ja, aber wir wollen natürlich auch was mitnehmen aus diesen Arbeiten, die aber dann natürlich auch wieder an die Unis zurückfließen. Und was die Trainingsprogramme angeht, haben wir die tatsächlich zum größten Teil in-house entwickelt. Oft mit renommierten Trainingsanbietern oder oft dann eben auch mit euch, mit dem PMI zusammen, um einfach auch dort auf existierende Materialien zurückzugreifen und um Standards eben auch zu etablieren. Ja, das ist ein schönes Stichwort, PMI. Wir haben jetzt von dir gehört, Stefan, was die Wirtschaft sozusagen tut, im Projektmanagement auszubilden, Wissenslücken zu schließen, Leute abzuskillen. Wir haben von Isabel gehört, was im akademischen Bereich auch möglich ist. Johannes, kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen, was PMI, der größte Non-Profit-Berufsverein für Projektmanagement weltweit, ja, mit 700.000 Mitgliedern weltweit, alleine 11.000
in Deutschland. Was tut denn das PMI, um Leuten sozusagen Zugang zu Projektmanagement-Weiterbildungen zu geben und vor allen Dingen auch die Leute, die schon im Projektmanagement sind, immer wieder weiterzuentwickeln und abzuscalen? Ups. Lange Frage. Ja, ich habe es jetzt gerade mal nicht geschafft, mich den richtigen Knopf zu finden. Aber bin ich wieder dabei. Tolle Frage. Und ich denke, Isabel und Stefan haben eigentlich schon ganz wichtige Dinge erwähnt, was passieren muss und was manchmal auch passiert. Training etc. Solche Dinge sind natürlich wichtig. Und ich bin eigentlich kein Fan von Vereinfachungen, aber ich werde mal versuchen, Dinge zu komprimieren und das auf drei Themen runter zu bringen. Zum einen, was wir tun und was wichtig ist im Markt. Also ich spreche jetzt sowohl vom PMI, was wir direkt tun, aber was auch grundsätzlich, egal wo man sich im Berufsleben oder auf der akademischen Leiter oder noch im Schulbereich befindet, was sind Schritte, die wichtig sind. Zum einen haben wir darüber geredet, was bedeutet Relevanz? Relevanz im akademischen Bereich, in der Schule, im Arbeitsmarkt. Und da ist es ganz wichtig, dass man zum Ersten Verständnis und Kompetenzen im Projektmanagement hat. Das ist natürlich einmal der Startpunkt, dass wir datenbezogen und auf Fakten bezogen Entscheidungen treffen können, Verständnis und Projektmanagement haben können. Und was wir tun als PMI, ist eben Training zu unterstützen. Wir haben eine Community, wo wir Menschen Zugang zu diesen Trainings und zu Gleichgesinnten, die Interesse am Projektmanagement geben. Und das, denke ich, ist ein sehr wichtiger Schritt, dass man die Relevanz erkennt und sich mit Gleichgesinnten austauscht, ob das im Unternehmen ist, ob das außerhalb des Unternehmens, durch Freiwilligenarbeit etc. Das ist eine sehr wichtige Sache, Verständnis und Kompetenz. Die zweite ist einfach, was können wir dazu beitragen, um Projekterfolge zu erreichen? Oftmals ist eben die Frage, wie misst man Projekterfolg und welche Fähigkeiten sind notwendig, auch im Projektmanagement diesen Erfolg zu fördern? Und da sind wir als PMI eben dabei, auch ganz klar Frameworks zu etablieren, also Methodiken zu etablieren und Trainings und Zertifizierungen zu offerieren, die den Individuen, aber auch den Unternehmen die Möglichkeit geben, am Ende des Tages über quantitative Daten die Messung des Projekterfolgreiches eines Projektes zu gestalten und auch ganz klar zu kommunizieren. Was sind kritische Erfolgssektoren, Faktoren im Projektbereich? Das sind Dinge, die wir als Gesellschaft, der Gemeinschaft und grundsätzlich allen Menschen zur Verfügung stellen, sowohl umsonst oder eben auch durch eine Mitgliedschaft. Und als letztes ist es beim Projektmanagement und was wir tun, ist eben, wie können wir die Effektivität fördern? Das heißt, konsequente Weiterbildung und teilweise Umschuldung durch anerkannte Zertifizierung, durch Schulung sind wichtig. Und da sind wir als führendes weltweite Gesellschaft in der Lage, zusammen mit dem akademischen Bereich, wir haben weltweit über 200 akademische Institutionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, um im Bachelor-Bereich, aber auch im Masters-Programm und selbst im PhD-Bereich Weiterbildung anzubieten. Und wir arbeiten weltweit mit Unternehmen zusammen. Aber das Wichtige ist eben, was wir wirklich ganz, ganz, ganz stark fördern möchten, ist das, um es mal ganz direkt zu sagen, dass weniger Geld verschwendet wird. Wenn man Studien sich anschaut, ist es heute so, dass Unternehmen weltweit circa alle 20 Sekunden $1 Million, man muss so sagen, verschwenden, weil die Umsetzung der Geschäftsstrategie durch schlechte Projektmanagementspraktiken ineffektiv ist. Da haben wir auch viele Studien drüber gemacht und durch den QR-Link und viele andere Sachen können wir euch auf die Studien auch gerne die zur Verfügung stellen. Aber am Ende des Tages geht es eben um die Effektivität. Wie können wir die unterstützen? Wie können wir euch Zugang zu Materialien geben? Wie können wir Menschen verbinden und verknüpfen, damit wir besseren Projekterfolg haben und dass wir alle eine große Relevanz von Projektfähigkeiten haben im Markt? Das ist besonders natürlich auch an Universitäten sehr wichtig, die mit in Deutschland mit öffentlichen Geldern arbeiten, die
sehr häufig auch auf jeden Cent schauen und genau sagen, okay, wie setzen wir die Gelder ein, wie führen wir Projekte, welche Stellen können wir auch dafür schaffen und welchen Mehrwert für die Studierenden. Mhm. Stefan, du wolltest was dazu sagen. Ja, vielleicht da nochmal anknüpfend auch an die Frage aus der Abstimmung. Ne? Also gerade dieses Thema, warum Projektmanagement jetzt gerade in diesem Jahr nochmal so hoch gewichtet wird. Ne? Das liegt natürlich auch daran, dass wir uns diese Verschwendung schlichtweg nicht mehr leisten können. Ja, dieser ungebremste Aufschwung in vielen Bereichen, der verlangsamt sich zumindest, zum Teil kommt er auch zum Erliegen. Und dann wird es natürlich einfach wichtiger, mit gutem Projektmanagement darauf zu achten, dass es eben nicht zu so einem Mittelabfluss kommt, der unsinnig ist oder der eben ungewollt war, sondern dass ich eben durch gutes Projektmanagement, sagen wir mal, die negativen Überraschungen rausnehme. Ja, ich kann natürlich nicht alles vorhersehen, das wird auch ein guter Projektleiter nicht hinkriegen, aber er wird zumindest durch gutes Risikomanagement, durch gute Abstimmung, durch einen guten Blick auf sein Projektumfeld, ne, ist ja ganz wichtig, ich bin ja nicht alleine in der Welt mit meinem Projekt, sondern ich habe ja immer auch ein System, in dem ich mich bewege. Und wenn ich das erkenne und das gut manage, dann kann ich tatsächlich viele dieser negativen Überraschungen auch verhindern oder zumindest abmildern. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, besonders wenn wir jetzt auch dann auf das Thema KI schauen und sehen, wie uns das unterstützen kann, eben um diese Risiken zu reduzieren. Also wenn man gewissen Studien, die dort draußen rumschweben, glaubt, bedeutet das auch, dass sich der Beruf des Projektmanagers, der Projektmanagerin sich in den nächsten Jahren sehr stark verändern wird, aufgrund von generativer KI, weil es eben viele technische Skills gibt, wie Budgeting, Planning, oder Lessons learned aus unterschiedlichen Projekten, dass man zunehmend an die KI durchaus übergeben kann, wo dann eben auch der Mensch wieder in den Mittelpunkt rückt. Die Ausbildung von sozusagen Soft Skills oder wir nennen sie bei PMI auch Power Skills, die dann eben auch Projekte antreiben. Weil am Ende des Tages ist Projektmanagement immer ein People Business. Vielleicht kann ich da auch noch ganz kurz was ergänzend hinzufügen und zwar vielleicht auch für Studierende oder Berufseinsteiger oder sage ich erstmal jetzt so Beginner an den Universitäten eigentlich, sei es auch Lehrpersonen, aber auch eben Studierende gerade angesprochen, wie kann man jetzt auch Projektmanagement vielleicht an Universitäten dann gezielt lernen oder den Einstieg schaffen? Also das ist ja auch sowas, Hilfskräfte, ja, das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, Hilfskräfte können in Projekten mal Projekterfahrung einfach sammeln, auf einem niedrigschwelligen Niveau. Natürlich hat man noch nicht die große Verantwortung, aber in kleinen Portionen kann man einfach mal auch Verantwortung übernehmen, lernen. Ne? So, und ich meine, weil seit dem ersten Semester im Master war ich in einem Projekt, Drittmittelprojekt an der Universität tätig. Und ich sage ganz ehrlich, ich hatte Interesse, über diesen Hilfskraftjob auch Projektmanagement zu lernen für mein Privatleben und für mein Studienleben, weil einfach Termine einhalten, das klingt jetzt so profan, aber diese Wichtigkeit, relevante Termine wahrzunehmen, auch kommunizieren zwischen den Projektmitgliedern, alles was so Basics eigentlich natürlich sind, in die muss man auch erst hineinwachsen. Das ist einfach in der Schule nicht präsent. So. Und deswegen glaube ich, ist auch die Verantwortung bei einerseits Professuren, dass sie eben auch Studierende mit einbinden, auch Verantwortung verteilen, ja so. Genauso aber auch bei Lehrpersonen, die dann natürlich auch ihre Lehre gestalten, projektbezogen. Also projektbezogene Lehre ist ja auch ein großer Methodikpfad, sage ich jetzt mal, dass die Studierenden eben nicht nur Aufgaben bekommen, sondern eben auch Freiheiten, ja, und dann auch Gestaltungsmöglichkeiten und Kreativität haben können in ihren einzelnen Projekten. Gerne auch mit KI und XR und allen neuen Technologien verbunden, natürlich. Ja, so. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wie man zum Beispiel XR oder AI in der Lehre einsetzen kann, um Studierenden auch diese Projektmanagement-Fähigkeiten mitzugeben oder sie auszubilden? Also ich meine, ich tue mir da jetzt in dem Sinne leicht, weil ich jetzt meine Aufgabe an der LMU ist, das Medienseminar zu leiten für Deutsch als Fremdsprache. Aber da war mir zum Beispiel ganz wichtig, dass ich eben neue Tendenzen die XR und KI auch mit einbinde und die Studierenden das aber auch in den Seminararbeiten dann nutzen dürfen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, nutzt keine KI, sondern wir haben darüber gesprochen und dann war es selbstverständlich, dass sie auch mal was nachschauen können. Natürlich, ja, das kann ich ja nicht verbieten, wenn wir es auch thematisieren.
Und da habe ich mir tatsächlich ganz unterschiedliche Pfade überlegt, wie ich jetzt auch Fachwissen, also in dem Fall jetzt Sprachwissen, mit XR und Unternehmen zusammenführen kann und habe dann verschiedene Speaker eingeladen, die aus der Praxis kommen, ein Unternehmen selber haben, aber auch eben XR-Projekte leiten. Das war ja für die Studierenden, wurde mir rückgemeldet, sehr interessant, auch tatsächlich für mich, weil da ganz unterschiedliche außeruniversitäre Komponenten zur Sprache kamen, was auch eben schiefgehen kann, wo, in welchen Bereichen, in welchen Branchen überhaupt Sprache, aber auch neue Technologien relevant sind. Und da kommt man von Medizin über Architektur, über Kultur, ja, und landet natürlich immer wieder auch bei Sprache. Ich nehme nur das Beispiel Sprache, weil das ist ja sozusagen unser Fachbereich. Aber so kann man dann eben auch diese Brücke schlagen über die drei Bereiche hinweg. Und ja, ich glaube, also gerade eben jemanden einzuladen außerhalb der Universität, so Angebote zu schaffen, die, wo die Studierenden auch etwas ausprobieren können, mal eine VR-Brille jetzt in dem Sinne aufsetzen, um virtuelle Realität kennenzulernen, einfach mal in Berührung zu kommen. Das heißt nicht, dass alle dann in diese Richtung gehen sollen oder jetzt alle XR-Profis oder so oder ins Projektmanagement gehen sollen. Aber einfach mal zu sensibilisieren. Ja, das ist so das Ziel eigentlich. Ja, danke. Ich glaube, das Sensibilisieren ist besonders auch eine Aufgabe der Organisationen und der Firmen draußen. Eine letzte PMI-Studie hat gezeigt, dass 63% der Firmen unserer Mitglieder, die wir befragt haben in Europa, noch gar keine Sensibilisierung oder Angebote auch für KI, also jetzt nicht XR, sondern KI anbieten, ne? Sodass es eben dazu kommt, dass 49% der Projektmanager in Europa, die wir befragt haben in dieser Studie, sagen, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das einsetze. Also mein Knowledge ist wahnsinnig reduziert. Und mich würde jetzt zwei Sachen interessieren. Einmal, Johannes, vielleicht kannst du uns erzählen, was PMI tut, um Leuten, die schon Projektmanagende sind oder auch in diesen Bereich gehen möchten, bei KI helfen, das zu lernen. Und ich würde natürlich im Anschluss auch gern von Stefan wissen, wie das bei Bosch in der Wirtschaft schon umgesetzt wird. Sehr, sehr gerne. Und ich denke, wir haben hier glücklicherweise heute, wir haben im akademischen Bereich reflektiert, wir haben PMI als Organisation, die Projektmanagement weltweit fördert, und wir haben glücklicherweise Stefan von Bosch hier, und da kriegen wir schon verschiedene Perspektiven. Aber man sieht auch, denke ich, schon bisher in der Diskussion, dass es auch ganz viele Gemeinsamkeiten gibt. Was ich sagen würde, nochmal, wir stehen am Anfang der Reise, ob das jetzt KI oder Veränderung angeht. Und das ist für uns alle manchmal herausfordernd, nervend, kann man auch sagen, und kommt mit vielen Risiken. Was aber hier stehen muss und was wir leiten und unterstützend begleiten wollen, ist die Ermutigung für uns alle und für Teams, die Technologie zu nutzen. Akzeptanz, auch gerne mit skeptisch. Aber was gar nicht geht, ist ignorieren. Du hast gerade die Prozentzahlen gesagt von Studien in Deutschland. Weltweit ist das noch viel schlimmer. 27% der Unternehmen wollen neue Technologien einbieten. Jeder redet über KI, aber niemand wirklich tut etwas. Also in Unternehmen. Es passiert noch viel zu wenig und es passiert auch noch viel zu wenig in der Weiterbildung. Und von daher, was können wir tun und was wollen wir tun? Ich denke, es geht wieder zurück auf Weiterbildung, Inhalte erreichbar machen. Und wir haben zum Beispiel jetzt PMI, die sind umsonst verfügbar, KI-Schulungen gestartet. Bisher haben wir da über 200.000 Anmeldungen weltweit und zwei weitere werden in diesem Jahr folgen. Das geht einmal, es sind auf Englisch, aber werden auch jetzt übersetzt. Navigating the Future of Project Management, AI-Tool. Wir haben unterstützendes Tool gemacht, das PMI Infinity heißt. Und das sind alles Dinge, die wir tun können, aber wieder nur in Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen und den Unternehmen. Und das Zweite, was wir tun, was ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, ist eben Leute, Menschen zusammenzubringen. Wir haben lokal, wir sind weltweit 750.000 Mitglieder und in Deutschland, wie Sandra gesagt, 11.000. Da gibt es für jeden die Möglichkeit, umsonst mitzugestalten, mitzumachen und eben auch Erfahrung zu sammeln, egal wo man steht in seiner Karriereleiter oder in der akademischen Leiter. Und das würde ich sagen, ist ganz, ganz wichtig. Nehmt an Dingen teil, die auch außerhalb
eures derzeitigen Umfelds sind. Macht aktiv mit und gestaltet mit, weil nur wenn wir mitgestalten, können wir Dinge auch so verändern, dass sie uns alle positiv beeinflussen. Aber jetzt interessiert mich sehr, was denn bei Bosch passiert, Stefan. Ja, wir haben, was diese KI-Themen angeht, natürlich so eine Dreiteilung. Es gibt natürlich Produkt-KI oder KI, die wir in Produkten wiederfinden, ne? Fahrerassistenzsysteme, Bildverarbeitung, solche Themen, die man da hinlänglich kennt. Dann gibt es so eine Content-Wissens-KI, ne? Also jeder kennt die Frage an so ein Generative AI-Tool, schreib mir mal ein Referat zu dem und dem Thema. Und ich finde ganz spannend, dass wir jetzt auch immer mehr in das Thema Prozesse und KI eintauchen. Ne? Also ich lasse mich von einem Chatbot von Generative AI begleiten durch die Schritte, die ich in einem Projekt tue. Also ich beschreibe, ich möchte ein Projekt anlegen, ich möchte ein Haus bauen oder was auch immer. Was sind die Schritte, die ich als nächstes tun sollte? Und das ist natürlich ganz besonders wichtig und da kombinieren wir dann so ein bisschen diesen Wissensteil und den Prozess, wenn es um Themen wie Lessons Learned geht. Man kann sich vorstellen, in großen Firmen, in Konzernen, ist die Menge des Wissens nahezu unendlich groß. Ja, über viele Jahre machen wir Projekte, Hunderte, Tausende davon und haben natürlich jede Menge Erfahrungen in diesen Projekten gesammelt, die größtenteils auch aufgeschrieben und dokumentiert sind. Aber das wieder zugänglich zu machen in kürzester Zeit und dann auch die wesentlichen Informationen rauszufinden, da kann uns natürlich eine KI ganz, ganz toll unterstützen. Wichtig ist natürlich, es kommt nur im Endeffekt das raus, was auch an Datenqualität vorne reingeht. Also wenn meine Datenbasis nicht gut ist, dann tut auch die KI sich das schwer, wirklich richtige Schlüsse draus zu ziehen. Also vielleicht geht es über gewisse Dinge noch, das zumindest zu verbessern. Und das ist so ein Umdenken, was jetzt gerade stattfindet. Weil wenn Menschen merken, dass das Wissen, was sie aufschreiben, auch tatsächlich wiederverwendet wird, dann steigt auch sehr schnell die Qualität dessen, was man da dokumentiert. Also wenn ich weiß, ich muss das nur dokumentieren, weil mir das irgendeine Regel vorgibt, aber ich denke, vermute, weiß vielleicht sogar, dass da im Endeffekt nichts mit passiert, dann kann sich jeder vorstellen, werde ich das nicht so mit wirklich viel Passion und Antrieb machen, das gut zu machen. Wenn ich aber weiß, okay, das geht tatsächlich, wird weiterverwendet und da wird auch in Jahren wahrscheinlich noch jemand Nutzen draus haben, dann achte ich einfach mehr auf Qualität. Und an dem Punkt sind wir gerade. Ne? Dass wir also schauen, so auf dem Weg von Big Data, also der Datenanalyse hin zu einer KI-Nutzung, wird halt dieses Thema Datenqualität einfach immer relevanter und auch interessanter. Ne? Und ich kann mich tatsächlich, und das kann man auch mit, wir haben diese Tools im Internet, Johannes, du hast eben schon diesen PMI Infinity angesprochen, ähnliche Lösungen gibt es auch sonst im Internet zu finden, also Chatbots, die sich speziell, vielleicht ChatGPT im Hintergrund nutzen, aber eben speziell auf PM, auf Projektmanagement-Themen konzentrieren, wo man ganz spannend ist, wenn man dann eben auch solche Fragen stellt, wie sollte ich denn jetzt mein Projekt aufsetzen? Ja, und das kann ich eigentlich ganz schön mit jeder Art von Projekten machen und mal schauen, ist das, was die Generative AI mir jetzt vorsteckt, auch das, was ich tatsächlich jetzt als nächstes selber gemacht hätte. Und so kann man sich natürlich ganz spannend auch mal mit diesem Thema beschäftigen und dem Ganzen auch nähern. Du bist muted, Sandra. Jetzt haben wir es. Wunderbar. Entschuldigung, ich habe gesehen, dass Isabel vorhin ihr Mikrofon aufgemacht hat. Deswegen wollte ich kurz fragen, ob sie darauf reagieren wollte, was du gesagt hast. Ja, vielleicht zwei Punkte. Also einmal zu diesem Wissenstransfer oder dass sich da auch was verändert, das beobachte ich tatsächlich auch in der Akademie. Also gerade so Short Paper, die ja eigentlich aus eher technischen Bereichen kommen, setzen sich auch jetzt immer mehr durch in geisteswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Bereichen. Kann ich jedem empfehlen, einfach auch mal so Projektberichte Open Source zu publizieren. Ich weiß, das ist eine sehr vielleicht umstrittene Ansicht, gibt es Pro und Contra. Aber gerade um Projektergebnisse auch, das ja an den Universitäten oft läuft, Drittmittelprojekte, die dann 3 Jahre gehen oder ein bisschen länger, einfach da auch Ergebnisse zu publizieren und an den Mann und die Frau zu bringen, das ist natürlich auch relevant, denke ich, für Anschlussprojekte, die vielleicht auch von anderen Institutionen dann aufgegriffen werden, als auch eben, wie Stefan und auch Johannes vorhin gesagt haben,
dieses Mal, auch Firmen brauchen Ergebnisse natürlich und einen Überblick, was machen denn die Universitäten, was machen denn die einzelnen Fächer, und das irgendwo mal nachzulesen, ist, bis man zum Verlag geht, dann eine Druckausgabe publiziert und alles, das ist viel zu langsam, das ist ein viel zu langsames Organ, meiner Meinung nach, auf die neuen Kompetenzen gesehen, komplett überholt. Ja. Es muss irgendwie alles schneller gehen und greifbarer werden. Auch jetzt hier für so ein Panel, wenn man da mal was nachliest, greifbare Projekte, jetzt von der Konrad-Adenauer-Stiftung wurde eine Publikation herausgegeben zu XR und als und die Anwendungsgebiete in Projekten von XR. Und dann sieht man einfach ganz praxisbezogen für Einsteiger auch im Endeffekt, beispielsweise das Projekt CUT, Connected Urban Twins, kann man nachlesen dort. Und dort, das ist ein städteübergreifendes Projekt, beispielsweise zwischen Leipzig, München und Hamburg. Und die arbeiten mit VR und KI und nutzen das für die Städteplanung. Und ich meine, das ist so ein Projekt, da hat man jetzt mal eine Idee und kann dann vielleicht auf 10 Seiten sich einfach mal einlesen und Kontaktpersonen finden und die dann anschreiben. Und das vielleicht auch nochmal auf meine Vorredner bezogen, dieses Einbringen und Partizipieren und einfach auch mal machen. Dieses ist, glaube ich, auch relevant, dass man vielleicht dann einfach mal jemanden anschreibt und mit seinen Bedarfen und seinen Fragen hingeht, sich hinwendet. Und mein Gott, was kann passieren? Es kommt keine Antwort zurück, okay. Aber meistens stößt man doch, so habe ich die Erfahrung gemacht, immer auf den Willen der Kooperation oder des Austausches. Und es kann eigentlich fast immer nur ein Gewinn sein, meiner Meinung nach. Okay, das sind wunderschöne Worte, Lisa Wenn. Besonders eben, manchmal habe ich das Gefühl, ich war ja auch sehr lange im akademischen Bereich, dass man da immer so der Einzelkämpfer ist. Nicht, dass man nur so in seinem Elfenbeinturm sitzt, sondern dass man halt sehr viel auch alleine macht in Sachen Forschung, in Sachen Lehre, und dass man häufig auch vergisst, dass es genügend Leute da draußen gibt, die sehr interessante Sachen machen, mit denen man auch viel weiterkommt, wenn man eben spricht und sich gemeinsam austauscht. Ich habe jetzt noch, ich sehe, wir sind mit der Zeit sehr vorangeschritten, und wir wollen ja auch noch eine offene Q&A haben. Deswegen habe ich jetzt für jeden von euch noch eine kleine Frage mitgebracht. Und zwar würde ich euch da dann auch bitten, euch wirklich kurz zu halten, das so als kleinen Mini-Pitch zu machen. Stefan, ich weiß, du kriegst diese Frage von Studierenden häufiger mal. Dieses, okay, Employability, ich will am Arbeitsmarkt erfolgreich sein, wenn ich von der Universität komme. Welche Kurse oder Zertifizierungen brauche ich denn, um bei Bosch anfangen zu können? Da gibt es wahrscheinlich keine richtige Antwort oder keine perfekte, weil die für jeden unterschiedlich ist. Aber was antwortest du denn da normalerweise? Ich habe gerade noch in den Chat geguckt, da ist ja eine ganz ähnliche Frage. Ne? Mhm. Was würden Sie denn jemandem raten, der sich im Bereich Projektmanagement professionalisieren will? Also ich denke, das ist auch die Frage, was mache ich da, wie steige ich da in den Beruf ein? Oder das mache ich als Berufsanfänger, als Berufseinsteiger. Es gibt jetzt natürlich nicht die Liste, die wir da vorlegen und sagen, wenn ihr das alles habt, dann ist das gleich das Go für jedes Bewerbungsgespräch. Das macht ja wenig Sinn. Aber es ist natürlich ganz klar so, wir kriegen immer mal wieder die Frage auch so von Studierenden, ja, welche Zertifikate sollte ich denn machen? Sollte ich irgendwas Agiles oder eher klassisches Projektmanagement machen? Und es ist halt wie immer, also jedes Thema, was ich mir angeschaut habe, ist besser als kein Thema. Ne? Das ist wie beim Sport. Also da kann ich auch sagen, wie lange muss ich jeden Tag trainieren, um fit zu werden? Naja, ehe ich nichts mache, sind halt schon 10 Minuten gut. Ja? Und deswegen ist ganz ähnlich. Also ich würde jetzt nicht von jemandem erwarten, dass er da eine Komplettausbildung mit allen möglichen Zertifikaten mitbringt. Gibt es ja auch so Menschen, die dann wirklich Certificate Hunting machen und damit so einer ganzen Latte dann ankommen. Nee, das ist natürlich auch immer so, dass die Balance zwischen was weiß ich in der Theorie nach und was kann ich im Endeffekt praktisch. Ne? Wenn jemand einen Führerschein macht, heißt es ja noch lange nicht, dass er ein guter Autofahrer ist. Und so ist es beim Projektmanagement genauso. Ne? Also es ist immer die Kombination, was habe ich schon gemacht und was habe ich vielleicht dann auch durch ein Zertifikat nochmal belegt. Und mir persönlich ist tatsächlich die praktische Erfahrung wichtiger. Also wenn jemand sagt, ich habe an der Uni schon Projekte richtig gut gemacht und kann auch vielleicht richtig gut drüber sprechen und ich merke im Gespräch, die Person hat wirklich die Dinge auch befolgt und die Basics auch gemacht und hat verstanden, was das Projekt denn bedeutet und Projektmanagement auch bedeutet, dann ist mir das viel lieber wie jemand, der mit einer Reihe von Zertifikaten kommt und wo ich aber im Gespräch merke, oh, Erfahrung und Praxis ist aber noch ziemlich wenig. Ne? Also
es ist immer so ein individueller Punkt, auch wie komme ich damit rüber und wie kann ich damit umgehen. Und das ist genau auch die Erfahrung, die Empfehlung, die ich dort machen würde. Ne? Also natürlich sollte man die wichtigen Themen einfach auf dem Schirm haben. Ne? Also Projektmanagement heute geht nicht mehr ohne die Frage nach agilen Methoden. Ne? Umgekehrt genauso. Also wenn jemand jetzt viel mit agilen Methoden an der Uni gearbeitet hat, viele, die aus der Software-Ecke kommen, machen das ja heute schon sehr intensiv, die tun natürlich gut dran, sich auch mit den klassischen Projektmanagement-Elementen auseinandergesetzt zu haben. Also, so dass ich eben beide Dinge spielen kann und einsetzen kann, wenn ich sie denn brauche. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Enabler für Einsteiger, die sagen, ich möchte gerne im Projektmanagement dann einsteigen und vielleicht später auch noch unterwegs sein. Und es ist auch sicherlich nicht verkehrt, das zu wissen, selbst wenn man dann in die Linie wechselt oder eben so über so eine Expertenlaufbahn dann nachdenkt. Okay, also sehr viel Eigeninitiative auch von den jungen Menschen oder den Leuten, die sagen, sie möchten ihre Karriere wechseln und ins Projektmanagement gehen. Isabel, bevor wir zu Johannes gehen und ihm das Schlusswort geben, als Dozierende an der Universität, was würdest du sagen, wenn wir jetzt hier Leute haben, die uns zugehört haben, die sagen, Mensch, ich will meinen Studierenden helfen, ihre Employability zu steigern und auch Wissen im Projektmanagement auszubilden. Was würdest du den Leuten denn raten? Wo sollten sie anfangen? Also ich glaube, grundsätzlich gilt immer auf Angebote hinweisen. Als Lehrperson hat man einfach auch diese Verpflichtung. Am Anfang des Studiums weiß man noch nicht, an welche Quellen soll man sich richten, welche Webseiten soll man konsultieren. Also da auch eine gewisse Handreichung geben. Wo werden aktuelle Angebote gezeigt? Welche Newsletter kann man vielleicht abonnieren, die thematisch passen zu einem, zu seinen individuellen Interessen? Dann welche Infostände oder Veranstaltungen gibt es im Haus, in der Universität oder in der Stadt? Und ich glaube, so auf so Angebote hinzuweisen und da auch immer wieder unermüdlich die Studierenden einzuladen, auch wenn vielleicht nicht direkte Rückmeldung kommt. Das macht man ja oft als Studierende auch nicht vorm Plenum sagen, oh, das finde ich aber interessant, vielen Dank, Frau Professor oder sowas. Das ist ja illusorisch. Aber dass man einfach nicht müde wird, auch zu versuchen, Studierende zu begeistern und die Horizonte zu öffnen. Ich glaube, das ist auch die Pflicht und das Schöne an dem Lehrberuf. Und ja, natürlich dann auch Drittmittelprojekte, hatte ich schon angesprochen. Wenn man welche hat, auch kleine Projekte, kleine Forschungsprojekte oder Vorhaben, ich biete immer an, wenn Sie wollen, begleiten Sie mich oder kommen Sie, schalten Sie sich zu, lernen Sie das und das kennen und ab und zu kommt auch mal jemand. Ne? So, also ich glaube, dieses Öffnen auch seiner Arbeit für das Plenum, seiner Passion auch irgendwie da weiterzugeben, das ist, glaube ich, essentiell. Schön, also dass diese Vorbildsrolle auch zu haben und den Dialog anzubieten. Ja, wunderbar. Johannes, ja, du hast das Schlusswort in dieser Diskussionsrunde, bevor wir in die offene Q&A gehen. Da bin ich zum einen sehr dankbar für, zum anderen haben wir schon so viele tolle Anregungen jetzt gehört, da fällt es mir fast schwer, neue Dinge noch dazu zu sagen. Aber ich versuche es trotzdem mal. Aktives Mitgestalten ist ganz, ganz, ganz wichtig. Fragen zu stellen, und da sage ich jetzt nochmal, wir haben schon erwähnt, welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt über PMI, wir haben eine Organisation, wir haben eine Stiftung, die hat zum Beispiel letztes Jahr durch Freiwillige die Special Olympics in Berlin unterstützt. Wir haben Project Management Without Borders, die eben sich weltweit aktiv daran beteiligen, wie man Regionen, die wirtschaftlich nicht so gut dastehen wie in Westeuropa, unterstützen kann. Das sind Möglichkeiten für Studierende, aber auch für Menschen im Berufsleben, aktiv über Freiwilligenarbeit umsonst zum einen zum Lernen und eben aktiv mitzugestalten. Es gibt die lokalen Chapters über PMI, wo ich Mitglied werden kann. Für Studenten ist das übrigens kostenlos. Und dann gibt es viele, viele Veranstaltungen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man sich aktiv beteiligen kann. Was ich wirklich als allerletztes Schlusswort, bevor wir dann hoffentlich noch über den, ich glaube, Netzwerktisch nennt sich das gleich, noch gerne weiter diskutieren können, ist, sich offen an den Diskussionen zu beteiligen. Auch gerne mit einer Portion skeptisch, aber die offene Beteiligung und offen darüber zu sein, auf neue Dinge zuzugehen. Bin ich ganz ehrlich, ich lebe jetzt seit langem in den USA und betrachte das aus einer
Sicht von außen nach Deutschland, da kann in Deutschland doch gerne noch mehr passieren. Die Skeptik überwiegt meistens und oft in dem Maße, wo man sagt, naja, man kann auch offen, trotz einer gesunden Portion skeptisch auf neue Dinge zuzugehen. So, das wäre wirklich mein Schlusswort. Lasst uns offen auf neue Dinge zugehen, lasst uns offen miteinander diskutieren. Und dann gibt es gerade im Projektmanagement-Bereich ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu gestalten und dort wirklich sehr erfolgreich zu arbeiten. Dankeschön. Ein wunderbares Schlusswort. Besonders für Frauen natürlich ist Projektmanagement auch immer ein ganz wunderbarer, ein wunderbares Berufsfeld. So, ich würde sagen, wir haben jetzt noch ungefähr, der Timer zeigt unten 11 Minuten an, bevor wir in den Netzwerktisch gehen. Deswegen würde ich diese 11 Minuten, 10 Minuten jetzt zusammen gerne in der Q&A verwenden. Ne? Wenn ihr gerne zu uns hier auf den Bildschirm kommen möchtet, dann könnt ihr auch eure Hand heben oder ihr schreibt mir das in den Chat, dann kann ich euch das Spotlight geben. Dann können wir euch nämlich auch sehen. Das wird uns natürlich sehr freuen. Wir haben eine Frage. Ja, Stefan? Ja, ich wollte gerade genau auf die Frage schon eingehen, ne? Wie wichtig sind Sprachkenntnisse beim Projektmanagement? Da musste ich gerade innerlich schon ein bisschen schmunzeln. Ja. Warum? Also pass auf, ja, Isabel und ich kommen aus dem Sprachbereich. Sprachen sind unglaublich wichtig, auch Fremdsprachen. Deswegen musste ich ja innerlich schmunzeln, ne? Weil wir hatten, es kommt auch immer mal wieder diese Frage, ne? Gerade von Leuten, die neu einsteigen. Aber natürlich ist praktisch bei jedem Konzern, bei jeder größeren Firma, also mit ziemlicher Sicherheit auch bei fast jedem Mittelständler, sind internationale Kontakte an der Tagesordnung. Also ich kenne tatsächlich kein Projekt mehr, was wir hier rein auf Deutsch abwickeln könnten, weil wir einfach immer wieder Kontakte zu Kunden, zu eigenen Einheiten im Ausland haben und in der Regel auch internationale Projektteams haben. Also aus meiner Sicht ist Englisch tatsächlich völlig unumgänglich in der Projektmanagement-Welt. Ja, auch in Experten- und Linienfunktionen kommt man da heute nicht mehr drum rum. Alle weiteren Sprachkenntnisse sind dann von Vorteil, wenn man tatsächlich Schwerpunkte in gewissen Ländern hat. Aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme, weil natürlich sehr wenige Menschen jetzt hier aus Deutschland dann wirklich Chinesisch oder asiatische Sprachen dann wirklich so sprechen, dass das für die Kommunikation im täglichen Projektgeschäft tatsächlich ausreicht. Also wer dann schon mal gereist ist oder eben Grundkenntnisse hat, sicherlich gut, aber es läuft dann letztendlich doch immer auf Englisch raus. So ist zumindest bei uns und nicht. Also bei allen Konzernen und Firmen, die ich kenne, ist es genauso. Aber eure Arbeitssprache ist Deutsch bei Bosch, oder? Jein, also tatsächlich, wenn jetzt natürlich nur Kollegen und Kolleginnen im Raum sind, die Deutsch sprechen, dann reden wir auch nicht Englisch, das ist logisch. Aber es kommt immer seltener vor. Also wir haben immer wieder Kollegen, auch die in Deutschland arbeiten, aber trotzdem eben aus einem anderen Land kommen und entsprechend mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Und dann ist schon Englisch angesagt. Also einfach, um da auch fair zu sein und alle entsprechend mit einzubinden. Na, und ich glaube, es ist in den letzten Jahren kein Tag vergangen, wo ich nicht Englisch sprechen musste in irgendwelchen Runden. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher mittlerweile so als Standardsprache etabliert. Okay, gut. Ja, schön, dass ihr aber auch beide Sprachen dann verwendet. Das kann sich ja auch wahrscheinlich sehr gut unterstützen im Alltag. Hm. Stefan, für dich ist noch eine Frage im Chat. Ich bin mir jetzt noch nicht so sehr sicher, was Jochen genau damit meint, aber vielleicht bist du vertrauter mit dem, was er fragen möchte. Er sagt, es geht um die Öffnung des Bosch-Krankenhauses für verschiedene Medizinkulturen. Hm. Ansonsten würde ich Jochen vielleicht auch einfach mal das Spotlight geben. Hm. Weißt du, was er meint, Stefan? Nee, tatsächlich nicht, weil ich mit dem Wort Medizinkulturen hadere. Also das Bosch-Krankenhaus ist ja auch jetzt keine direkte Einrichtung der Robert-Bosch-GmbH, sondern... Hallo, das geht schon mal. Hört ihr mich? Ja, jetzt. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja, wir jetzt. Hören dich. Ja, vielen Dank. Ja, ich komme so ein bisschen im Umfeld, ich weiß nicht, ob Sie Heinz Schott kennen, ein großartiger Medizinhistoriker der Uni Bonn, der tatsächlich sich mit Suggestionstherapie, Placebo-Effekten, Evidenz und den
Grenzen der Evidence-Based Medicine beschäftigt habe. Und ich war auch in einem anderen Bereich, wo es um integrative Yogakulturen geht. Und wir haben uns an die Bosch-Stiftung gewendet und das war schwierig. Also ich finde, dass mittlerweile narrative Medizin, integrative Medizin so viel Ränder der Medizinkulturen entstehen, die eben den subjektiven Faktor ernst nehmen, dass die Krankenhäuser sich dem öffnen können. Und Bosch ist so stark, mir scheint, dass diese Bosch-Forschungskultur da noch nicht so offen für ist. Und ein bisschen wundert mich das. Da muss ich aber jetzt leider sagen, da bin ich echt der Falsche. Ja. Weil die Bosch-Stiftung ist natürlich, gehört natürlich im weitesten Sinne zur Bosch dazu, ist aber jetzt nicht mein Betätigungsfeld. Das ist im Prinzip eine eigene Einheit. Und das Robert-Bosch-Krankenhaus genauso. Also wenn ich dorthin muss, ich wohne da gleich um die Ecke, dann bin ich dort auch nur ein ganz normaler Patient und kein Mitarbeiter. Also von daher da bin ich tatsächlich jetzt völlig überfragt mit dem Thema. Vielleicht den Impuls weitergeben, weil ich beobachte, dass so, es gibt ja zum Beispiel Siemens, Future, so Strategieabteilungen. Ich finde, dass die Ingenieure da manchmal kreativer sind, wie Automobil, als die Medizin. Das finde ich schade, ne? Also ja, aber es ist so. Siemens ist da kreativer als in der Medizin. Das könnte sich mal verändern. Also ruhig mal einen Impuls geben. Okay. Danke, Jochen, für den Beitrag. Ich nehme dich mal wieder raus. So, gibt es denn noch weitere Fragen? Ich sehe gerade keine in der Q&A. Und auch keine im Chat, glaube ich. Ich hoffe, wir haben alle Fragen, die im Chat waren, beantwortet. Wenn nicht, dann hebt gerne die Hand, meldet euch. Lasst es mich wissen, sollte ich eine übersehen. Ansonsten, während Menschen vielleicht überlegen, ob sie eine Frage stellen sollen oder nicht, aus meiner Sicht ist einfach nur wichtig, was wir heute machen wollten, ist Anregungen geben. Es gibt hier, wie in den meisten Umfeldern, nicht nur eine Antwort, wie man erfolgreich im Projektmanagement-Bereich mitwirken kann. Man kann das über den akademischen Bereich machen, man kann es direkt mit Unternehmen machen, bei freiwilligen Arbeit. Und das Wichtige ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einfach mal probieren. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die auch umsonst zur Verfügung gestellt werden, wo es, ich sag mal, die Barriers to Entry sind eigentlich recht low. Und von daher wirklich aktiv Projektmanagement für die, die noch nicht in dem Bereich aktiv sind, auch als eine Möglichkeit zu erkennen, in allen Industrien erfolgreich mitzuwirken. Wir haben das vorhin erzählt. Das ist wirklich, Projektmanagement ist nicht etwas, das spezifisch auf eine Industrie sich bezieht, sondern ist weitreichend für alle Gesellschaftsbereiche fundamental wichtig und von daher eine tolle Möglichkeit, Dinge zu gestalten. Ja, ein wunderschönes Schlusswort, Johannes. Die Vielseitigkeit vom Projektmanagement, die Diversität. Ich würde sagen, dass wir, ja, herzlichen Dank. Danke, dass ihr hier wart, dass ihr mit uns gesprochen habt, dass ihr euch Zeit genommen habt, das vorbereitet habt. Wir würden jetzt an die Netzwerktische gehen, dann können wir alle auch gerne mal persönlich sehen, also mit Bild. Wir freuen uns drüber. Ihr könnt euch natürlich auch immer mit uns auf LinkedIn vernetzen. Da erreicht ihr uns am besten und wir freuen uns auf Nachfragen und vielleicht auch auf eine Zusammenarbeit mit euch. Also PMI zum Beispiel kommt auch immer sehr gern an Universitäten, um euren Studierenden etwas über Projektmanagement zu erzählen und vor allen Dingen auch die Angebote darzulegen, die wir haben für Universitäten, Fakultäten, Studierende, wo viele davon natürlich auch kostenlos sind, weil es für uns wichtig ist, Projektmanagement in der Welt voranzutreiben, um unsere Welt auch einfach ein kleines bisschen besser zu machen. Gut, ich danke euch und hoffentlich sehen wir uns gleich am Netzwerktisch. Danke. Tschüss.